In der SPÖ gärt es nach der EU-Wahl. Hans-Peter Doskozil hat bereits angekündigt, nach der kommenden Nationalratswahl über den Parteivorsitzenden Andreas Babler reden zu wollen. Andere wiederum wollen etwa einen härteren Migrationskurs, Stichwort etwa Georg Dornhauser aus Tirol. Wie steht es aber nicht nur um die SPÖ, sondern etwa auch um die FPÖ, der der Antritt der DNA möglicherweise Stimmen bei der EU-Wahl gekostet haben könnte? Und wie steht es ganz generell um die heimische Innenpolitik? Bei uns zu Gast dazu nun Kronenzeitungs-Innenpolitik-Journalist Nico Frings. Vielen Dank fürs Kommen. Hallo. Wird Andreas Babler die SPÖ jetzt mehr in die Mitte positionieren, anders als bis dato, wo sie eher auf der linken Seite war, um auch Migrationsthemen mehr in den Fokus zu bekommen? Ich glaube, er wird es zumindest versuchen. Die Frage ist, wie glaubwürdig das ist, weil wir alle kennen Andreas Babler und das ist ja ein bisschen die Ironie dieser neuen Vorstöße, gerade beim Thema Migration. Andreas Babler ist als Dreiskirchener Bürgermeister bekannt geworden. In Dreiskirchen ist ein Aufnahmezentrum. Er ist eigentlich mit dem Thema Migration bekannt geworden, kann man sagen, der Andreas Babler, nur von der politisch eben ganz anderen Seite, von der linken Seite. Er hat immer einen sehr solidarischen, menschlichen Kurs da eingefordert und hat damit auch gepunktet. Ja. Und wenn das jetzt natürlich sich als Parteichef hinstellt und sagt, na, man muss da eine härtere Linie fahren und man muss da irgendwie sprechen drüber und Abschiebungen etc. Das ist nicht so richtig glaubwürdig. Mhm. Und das ist schon ein Thema von vielen, mit denen er im Moment kämpft. Ja, noch dazu, weil ja andere Themen bei Andreas Babler, 32-Stunden-Woche zum Beispiel, Erbschaftssteuer, auch sehr links positioniert waren. Und da jetzt Mitte rechts zu rücken, wirkt schon ein bisschen extrem. Absolut. Aber erinnern wir uns ein Jahr zurück, da war ich auch im Studio, ich habe vorher erst daran gedacht, als es darum ging, wie erfindet sich die SPÖ neu, wer wird der Chef. Man hat ja gewusst, was man kriegt, wenn man Andreas Babler wählt. Es war dann knapp und irgendwie ein bisschen verwirrend, aber er ist es geworden. Und ja, jetzt darf man sich auch nicht wundern, jetzt kriegt man das, wofür Andreas Babler steht. Mhm. Das ist eben ein sehr, sehr, sehr linker Kurs. Umso interessanter ist es aber, dass er eigentlich auch damit noch nicht wirklich punkten hat können. Wenn wir uns die EU-Wahl anschauen, wie viele Wähler sind denn von den Grünen beispielsweise zu Andreas, oder nicht zu Andreas Babler, aber zur SPÖ gewandert? Na, fast gar keine, im Verhältnis. Und darum ist das, was überbleibt, schon auch ein bisschen das, dass die SPÖ der heimliche große Verlierer der EU-Wahl ist. Mhm. Und ja, Andreas Babler, man muss es noch einmal sagen, er kann da nicht wirklich was dafür, für dieses Auszählungsdilemma da vor einem Jahr. Aber es hat ihn damals schon ein bisschen den Zauber genommen und so ein bisschen das Neue, den Zauber des Neuen genommen. Und ja, jetzt muss man aber sagen, ein Jahr später, man hat trotzdem irgendwie so noch das Gefühl gehabt, der Andreas Babler, man hat ihm immer weniger zugetraut, als er dann erreicht hat. Und im Endeffekt hat er es immer irgendwie geschafft. Die EU-Wahl war jetzt eigentlich der erste bundespolitische Bewährungstest, wo er es dann nicht geschafft hat. Das muss man schon sagen. Da ist er klar hinter den eigenen Erwartungen zurückgeblieben mit der SPÖ. Die SPÖ war erstmals bei einer wirklich bundesrelevanten, wichtigen Wahl auf Platz 3 und ja, alle Ziele klar verfehlt. Also die erste Bewährungsprobe ist da ziemlich nach hinten gegangen. Hans-Peter Doskozil war ja einer, bei diesem eigenartigen Vorgang es dann eben doch nicht geschafft hat, an die Spitze der SPÖ zu kommen. Und jetzt könnte man ein bisschen zugespitzt sagen, wetzt er die Messer, indem er jetzt schon ankündigt, dass er nach der Nationalratswahl, wo offenbar indirekt unterstellt, das wird kein Bombenerfolg, über Andreas Babler reden zu wollen. Ist er immer noch ein bisschen beleidigt, dass er nicht die Nummer 1 geworden ist? Was meinst du? Das glaube ich ehrlicherweise gar nicht. Ich glaube, dass er damit wirklich abgeschlossen hat. Ich glaube, es hat wahrscheinlich mehr mit der Wahl nach der nächsten Wahl zu tun, nämlich der im Burgenland. Also da gibt es natürlich noch zum Beispiel die Steiermark-Wahl vorher, aber Hans-Peter Doskozil geht es um die Landtagswahl im Burgenland, die im Jänner 25 dann stattfindet. Und da will er natürlich einen eigenen Kurs fahren, glaube ich, noch ein Plus erreichen und sich und seine Partei und seine Idee der SPÖ einfach noch einmal stärken. Und da muss er sich mit Blick auf eine drohende Wahlschlappe im Herbst bei der Nationalratswahl natürlich am besten jetzt schon positionieren und sagen, naja, das hätte man sowieso anders machen können oder das hat sich abgezeichnet. Er hat es bei uns im Interview am Sonntag auch gesagt, ich glaube, er wollte das jetzt eher mal als Warnsignal zur Selbstreflexion quasi so ein bisschen entsenden in die Löwelstraße. Aber ja, Unrecht hat er nicht damit, muss man auch klar sagen. In der SPÖ hat man sich das dann irgendwie versucht, noch zurechtzubiegen und zu legen, das Ergebnis, aber es ist nicht gelungen.
Und Doskozil ist der lauteste, aber er ist ja nicht der einzige Kritiker. Das stimmt, ja, auch Georg Dornhauser möchte einen anderen Kurs, der ein oder andere. Man muss auch sagen, Doskozil fährt im Burgenland selbst doch wirklich einen rechteren Kurs als die SPÖ insgesamt, absolut, auch beim Migrationsthema. Auch beim Migrationsthema, genau. Er hat jetzt, glaube ich, das war zu erwarten fast, auch angekündigt, dass er an dem Papier, an diesem Gipfel, den es da geben soll am 22. Juni, nicht mitwirken wird, weil er hat gesagt, mehr oder weniger sinngemäß zusammengefasst, wenn er da dabei wäre, dann kommt man sowieso auf keinen grünen Zweig, weil er hat da eigentlich den strengsten Kurs und er will das der Partei mehr oder weniger ersparen. Das ist natürlich auch ein bisschen groß gesprochen, aber im Kern trifft schon zu. Und für Doskozil ist es natürlich klug, denn er positioniert sich noch vor dem Sommer und schon für den Herbst und vor allem auch für die Landtagswahl dann im Burgenland. Man muss sagen, das ist ja das Um und Auf der SPÖ, auch wenn das Burgenland jetzt nicht gerade das einwohnerstärkste Bundesland Österreichs ist. Dort, genau, ja, ist die SPÖ ähnlich wie in Wien, aber im Burgenland noch mehr wirklich State of the Art. Absolut, absolut. Das dürfte auch so bleiben, soweit man das natürlich sagen kann, einige Monate vorher. Aber nein, Doskozil wird als klarer Favorit in die Landtagswahl gehen. Hat jetzt das klare Ziel, glaube ich, dort das Ergebnisminimum zu halten, wenn nicht sogar zu verbessern. Das ist ihm durchaus zuzutrauen. Und ja, bundespolitische Duftmarken wird er da immer weiter setzen. Ja. Kommen wir zur FPÖ. Interessant, nur 1% Vorsprung auch vor der ÖVP. Das war ja ursprünglich viel stärker vorhergesagt gewesen. Und manche sagen, das liegt auch an der DNA, die angetreten ist, mit etwa 3% durchaus einen überraschend hohen Anteil bekommen hat. Hat das der FPÖ in Wirklichkeit geschadet, nicht in die avisierten 26, 27, 80, 28% zu kommen? Ich glaube schon. Ja, das kann man so sagen, auch wenn Sie es wahrscheinlich in der eigenen Analyse nicht so teilen und sagen würden. Aber das lässt sich, glaube ich, schon relativ gut errechnen, dass die FPÖ mit den Stimmen der DNA genau dort wäre, wo es die Umfragen auch prognostiziert haben. Jetzt kann man natürlich sagen, dass nicht alle die FPÖ gewählt hätten, das stimmt sicherlich auch. Aber gerade dieser Corona-feindliche Kurs, diese Corona-kritischen Personen, da wird schon ein paar gegeben haben, die sonst eher das Kreuzerl beim Herrn Wilimski gemacht hätten. Ja. Nichtsdestotrotz, wir hören auch wenn es aktuell noch nicht vorliegt oder bekannt ist, ich glaube, das Thema Corona wird die FPÖ sicher auch noch mit Blick auf die Nationalratswahl begleiten. Da wird man sicherlich auch schauen, dass man da irgendwie in der Corona-Politik aufgefallene Personen, zur eigenen Gunst natürlich, auf die Liste bringt. Weil ich glaube, diese Corona-Proteststimmen, die wird man brauchen, wenn man wirklich Erster werden will. Definitiv, ja. Das Bundesland schlechthin für die FPÖ, sagt sie selbst, ist Niederösterreich. Und da war jetzt am Samstag erst, und du bist dabei gewesen, genau, in Tulln, der große Landesparteitag, ein Riesentriumph, einerseits für Herbert Kickl, das war man auch gewohnt, andererseits aber auch faktisch für die Nummer 2, unter Anführungszeichen, der FPÖ, für Udo Landbauer. Absolut, muss man so sagen, war auch erwartet worden, auch das sei gesagt. Nein, Herbert Kickl hat es relativ klar formuliert, die Nationalratswahl wird mitunter vor allem auch in Niederösterreich entschieden. Mhm. Hier gibt es die meisten Wählerstimmen, nicht in Wien, das hat man mehrfach betont und ein bisschen aufs rote Wien da quasi geschimpft. Aber bei der EU-Wahl haben in Niederösterreich, glaube ich, nur mehr 2,5% gefehlt. Das ist nicht mehr viel, bis die FPÖ quasi den ersten Platz im größten Bundesland gehabt hätte. Und das noch dazu im schwarzen Niederösterreich, muss man sagen. Das war absolut, doch wirklich heftig, oder? Also ich glaube, der Erwin Bröll ist, glaube ich, weiß geworden vom Monitor, als er das gesehen hat. Das kann nicht der Anspruch der Volkspartei in Niederösterreich sein, das sagen auch viele genauso. Und das zeigt aber andererseits auch, wie gut die Freiheitlichen in Niederösterreich mittlerweile reüssieren. Ja. Sie haben massiv an Stimmen gewonnen und auch bei diesem Landesparteitag am Samstag hat man ganz stark gemerkt, worum es jetzt geht, nämlich Mobilmachung, Mobilisierung. Mhm. Sie wissen, das Ergebnis ist nicht ganz so gut ausgefallen bei der EU-Wahl, wie sie selbst erhofft hatten. Und darum umso mehr, das hat man auch deutlich gemerkt in den Reden, wird jetzt die Betonung sein im blauen Lager, dass man sagt, man braucht wirklich jede Stimme. Daheim bleiben ist ein weiter so und das kann es alles nicht geben. Ich glaube, sie werden jetzt ganz stark auf Mobilisierung setzen. Und das Ziel ist klar, Nummer 1 im Bund.
durch die Nummer 1 in Niederösterreich. Das ist ja schon heftig. Das würde ja indirekt bedeuten, bei einer Koalition ÖVP, FPÖ, die es ja gibt in Niederösterreich, der Udo Landbauer macht ja das nicht alleine, er macht das mit der Johanna Mikl-Leitner. Absolut. Wenn jetzt die FPÖ als quasi kleiner Koalitionspartner plötzlich auf vollkommener Augenhöhe mit dem großen Koalitionspartner ist, schwächt das auch Johanna Mikl-Leitner? Ja, schwierig. Es gibt natürlich, wir hatten ja selbst eine auch in der Zeitung, es gibt natürlich Umfragen, die jetzt zeigen, dass die ÖVP seit der Landtagswahl in Niederösterreich jetzt nicht unbedingt noch dazu gewonnen hat. Ich glaube, das könnte man auch ungefähr so stehen lassen. Direkte Schwächung für Johanna Mikl-Leitner sehe ich jetzt allerdings noch nicht. Dafür war der Vorsprung dann doch zu eindeutig. Ich bin gespannt, wie es gewesen wäre, wenn das zum Beispiel innerhalb von 1% gewesen wäre. Und dann wird man schon sehen müssen, wie es eben bei der Nationalratswahl ist. Wenn es den Freiheitlichen da gelingt, wirklich auf 1% heranzuschnuppern oder in Niederösterreich vielleicht sogar die Nase vorn zu haben, dann ist das sicherlich ein Knalleffekt. Wahnsinn. Ja. Du hast ja beobachtet, wie auch die Wiederwahl von Udo Landbauer vonstatten gegangen ist. Ich muss sagen, das Ergebnis spricht eine klare Sprache. Spricht für sich. Zynisch könnte man sagen, es ist fast besser, diese 98 als die 100, weil die 100 glaubt da niemand irgendwie, komischerweise, ja genau. Es wurde auch dann übrigens gewitzelt, nur nicht die 100 wieder, Nehammer, Karl der Letzte etc. Also da ist es wirklich wild zugegangen am Landesparteitag. Aber nein, kurzum, Udo Landbauer kann mit dem Ergebnis sehr, sehr zufrieden sein. Es waren genau, glaube ich, 5 Stimmberechtigte, die nicht gewählt haben. Es ist bei den anderen 300 irgendwas, ist das jetzt nicht sehr viel. Und ja, er kann zufrieden sein und er ist sicherlich ein Mann der Zukunft. Das hat Herbert Kickl auch so gesagt. Er ist sicherlich auch ein bisschen die Zukunft der Partei. Mhm. In Niederösterreich ganz sicher, vielleicht auch irgendwann im Bund. Bund, das heißt Zukunft der Partei mittelfristig anstelle von Herbert Kickl. Das wäre jetzt natürlich ein bisschen zu viel des Guten, das jetzt schon so zu sagen. Aber ich glaube, die Achse, die Niederösterreich-Achse, ist ja klar die den Ton angibt derzeit in der Bundespartei. Ja, Herbert Kickl ist Wahlniederösterreicher, Udo Landbauer ist Niederösterreicher, die beiden Generalsekretäre sind Niederösterreicher, der letzte Präsidentschaftskandidat war Niederösterreicher. Ja. Die geben schon den Ton an. Jetzt wird ja auch die Bundesliste für die Nationalratswahl abgesegnet quasi. Blicken wir mal auf die allervordersten Plätze. Kickl ist klar, aber gibt es da irgendwelche Überraschungen, zum Beispiel Frauen? Ja, ich glaube, da gibt es sicherlich eine Susanne Fürst, mit der man rechnen wird müssen. Da gibt es auch ein, zwei Damen bei FPÖ-TV, die da irgendwie mutmaßlich ganz gute Plätze bekommen sollen. Unter anderem die Frau Kubik, heißt immer wieder, bestätigt ist das alles nicht. Das muss man da auch dazu sagen. Theoretisch ist auch noch ein bisschen Zeit, bis der Fristenlauf da erfüllt sein muss. Also ich glaube, das wird jetzt so in den nächsten Wochen vonstatten gehen. Aber auch da, genau das, was wir gerade gesagt haben, Herbert Kickl wird auf der Bundesliste natürlich Platz 1 haben. Die Frau Kubik ist, glaube ich, Niederösterreicherin. Die Frau Fürst wäre Oberösterreicherin. Aber die beiden Generalsekretäre, Christian Hafenecker und Michael Schnedlitz, die werden jetzt auch nicht irgendwo weit hinten auf der Liste sein, sondern auch weit vorne. Also die FPÖ hat eine klar niederösterreichische Handschrift und die wird sie auch nach der Nationalratswahl noch haben. Es ist schon unglaublich, wie sich die ÖVP und die FPÖ da decken und die SPÖ alle Stimmen aus Wien holt. Also eigentlich sind die Positionen ziemlich festgefahren. Vereinfacht, aber doch kann man das, glaube ich, so festhalten. Mit dem zusätzlichen Problem der SPÖ, dass bei der Nationalratswahl natürlich eine Partei antritt, die jetzt nicht kandidiert hat, nämlich die Bierpartei. Ja. Und ich glaube, das wird schon gerade für Andreas Babler da noch einmal sehr schwierig, das abzuschätzen. Er hat zwar, glaube ich, bei uns im Interview gesagt, er sei kein Meinungsforscher, aber er geht davon aus, dass die Bierpartei allen Lagern quasi Stimmen kosten wird, würde ich auch unterschreiben, nur bei SPÖ sicher am meisten. Das stimmt, aber es könnte eben auch bei der FPÖ der Fall sein, weil bei der Bierpartei auch jene zum Kreuzerl neigen, die einfach was anderes wollen, was Neues, was Unverbrauchtes sozusagen. Und Bier, ne? Und Bier, ich glaube, FPÖ-Wähler trinken gerne Bier, das kann man keine Frage, aber im Prinzip ist dieses Aufbegehren gegen das System, so nennt sie ja Kickl, im Prinzip auch indirekt das Wahlprojekt der Bierpartei. Da hast schon recht. Also es ist eine Protestpartei, das kann man so sagen. Inwiefern das jetzt wirklich, ich weiß es nicht. Ich würde mich da gar nicht, der Kurs ist schon klar links. Ich glaube, wenn man den Herrn Platzen ja anschaut, dann sieht man jetzt auch nicht den klassischen Freiheitlichen, um es vorsichtig zu formulieren. Also ich glaube, das ist schon Protestpartei, ja, aber ich glaube, die FPÖ wird sich da nicht die großen
Sorgen machen müssen. Was ja bemerkenswert war, vorige Woche hat Herbert Kickl zum ersten Mal Susanne Fürst, das Sie vorher schon erwähnt, auch vorgeschlagen als mögliche nächste EU-Kommissarin. Er räumt damit quasi den Anspruch ein, dass die Kommissare nicht immer nur von der ÖVP kommen könnten, sondern wenn die FPÖ jetzt schon mal die stärkste Partei ist, dann müsste ihnen doch dieser Anspruch gewährleistet werden. Susanne Fürst als EU-Kommissarin, ist das irgendwie realistisch? Absolut nicht. Muss man auch sagen, wenngleich das natürlich alle Strategen genauso machen würden, wie es die FPÖ da gemacht hat. Wenn man stärkste Partei wird, dann muss man auch Ansprüche anmelden und stellen. Aber realistisch ist es absolut nicht, weil das ja eigentlich schon zwischen der ÖVP und den Grünen gerade ein Riesenthema ist, wer das werden soll. Und die sich da schon nicht einig sind. Und jetzt quasi dem Wunsch der FPÖ nachzugeben und die Frau Fürst zu nominieren für die Kommissarin. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das der gemeinsame Nenner der ÖVP und der Grünen sein wird, die das ja theoretisch noch entscheiden. Aber ja, fordern müssen sie es natürlich, vorschlagen müssen sie es, aber realistisch ist es nicht. Ganz zum Schluss noch kurze Einschätzung generell zur Innenpolitik. Der Vorstoß von Leonore Gewessler bei Renaturierungsthemen heute zuzustimmen, wird das eine Bombe? Ja und nein gleichzeitig. Also natürlich, wenn das vor 2, 3, 4 Monaten passiert wäre, dann hätten wir jetzt wahrscheinlich ja, schon die Nationalratswahl gewählt, weil dann wäre es wahrscheinlich zum Superwahlsonntag gekommen. Ja. Dann wäre das ein handfester Koalitionsbruch gewesen. Jetzt muss man auf Deutsch sagen, es ist eigentlich schon wurscht. Also auch wenn es zu dieser Abstimmung kommt, ja, und dann gibt es natürlich Rechtsgutachten, die das sagen, Rechtsgutachten, die das andere sagen. Aber de facto, wir sind kurz vorm Sommer, kurz nach dem Sommer wird gewählt. Es hat jetzt nicht mehr, es hat schlicht und ergreifend keine Auswirkungen mehr, außer dass von Schwarz-Grün halt ein Beigeschmack mehr bleibt. Das heißt, Sie müssen zusammenhalten, weil in wenigen Wochen bis zur Wahl ändert sich nichts mehr. Das zusammenhalten tun sie eh schon länger nicht mehr, ehrlicherweise. Ich glaube, es ist jetzt einfach, was wäre die realistische Konsequenz? Man kann jetzt nicht Neuwahlen ausrufen oder irgendwas. Und das ist, glaube ich, auch ein bisschen das Kalkül, das den Grünen da gerade in die Karten spielt. Also ich glaube, es ist schlicht und ergreifend wurscht. Also jetzt oder nie, es kann eh nichts passieren sozusagen. Ob es dann durchgeht, wird man sehen. Auch viele andere Länder wackeln ja ein bisschen. Genau. Also klar ist es nicht, dass es kommen wird. Ich glaube, genauso wie wir es gerade formuliert haben, wird es wahrscheinlich zwischen Grünen auch formuliert, öffentlich nicht ganz so banal. Aber im Endeffekt ist es das. Ja. Es ist de facto schon wurscht. Herrliches Schlusswort, Frings. Vielen Dank für deine Analyse und danke für den Besuch im Studio. Danke.